Die Frage ist hier schlichtweg und einfach jetzt das große Thema, was ist eigentlich die Freiheit? Worin liegt die menschliche Freiheit? Und dann sage ich immer wieder, ein ausgedachter Mensch hat überhaupt keine Freiheit. Es ist ein Dasein-Müssen. Und solange du dich mit deinem Körper verwechselst, bist du ein ausgedachter Mensch. Darüber gibt es ja nichts zu diskutieren. Genau. Es ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Und jetzt erklär mal zuerst einmal, was die Unfreiheit ist. Die Unfreiheit ist, dass du auf jeden Reizauslöser, der in dir auftaucht, zwanghaft reagierst die meiste Zeit. Du reagierst und du interpretierst es einseitig, immer und immer wieder. Wenn du was liest, dann gehst du in die Vergessenheit, du hast einen fetzen Papier vor dir, wenn du eine Zeitung liest, und dann machst du aus den Worten Vorstellungen. Wenn du ein Buch in der Hand hast, ist in dem Moment der fetzen Papier da, natürlich nur, wenn du den denkst. Immer mein schönes Beispiel, wenn man einen spannenden Roman liest, da ist dir zwar noch bewusst in dem ständigen Wechsel, dass du das Buch in die Hand nimmst, du schlägst es auf, du fängst zum Lesen an. Was heißt das? Wenn du jetzt träumst, du denkst dir ein Buch aus, das ist von dir, das erschaffst du, mit Worten drauf, das du aber nicht kennst, weil du als träumender Geist ein unbewusster Geist bist. Ja. Dann sprichst du, du machst aus den Worten, aus den geschriebenen Worten, hast du mal Geräusche in deinem Kopf. Und es passiert automatisch, wenn du wirklich Geist als Geist neben dir stehst. Und diese Worte werden jetzt wie von einem Computer zu Vorstellungen aufgebaut. Und wenn jetzt aus welchem Grund auch immer diese Geschichte, die du dir selber erzählst, die du dir auch selber ausdenkst, wenn du träumst, aus dir kommt, wenn dich die fasziniert, dann wirst du wahrlich eigentlich bloß, dann läuft ein Film in deinem Kopf. Ein reiner Vorstellungsfilm. Genau. In dem Moment sitzt keiner da, der ein Buch in der Hand hält und umblättert. Dieses zigfach von mir erklärte Beispiel, dass ich sage, und dann kommt irgendwas, was zu der Geschichte nicht hört. Klingelingeling, dein Telefon klingelt. Und dann steckst du hoch und dann hast du das Buch wieder in der Hand und du bist auf der Seite 100. Ja. Jetzt frage ich dich, hast du 50 Mal umgeblättert? Jetzt konstruierst du eine vollkommen logische Vergangenheit, die du aber gar nicht erlebt hast. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kommen wir zu der Unfreiheit. Die Unfreiheit besteht darin, dass du wirklich zwanghaft auf alles reagierst. Und ich wiederhole nochmal, dass ich immer wieder sage, das, was ich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. Wir machen mal nochmal das Thema der Reizauslöser und die Reaktion. Ja. Und du siehst immer nur eine Seite. In Wirklichkeit sind 16 Seiten. Ich sage das jetzt nur der Genauigkeit dazu. Du siehst nur eine Seite. Und wir sagen jetzt einmal, die Seite, die in dir auftaucht, wo du keinen Einfluss drauf hast, ist nur ein Gefühl. Ja. Das Gefühl ist ein Hunger, ist eine Information. Ich sage eine ganz feine Information. Das ist ein Reizauslöser und du wirst darauf reagieren, dass du in dem Moment, ob du willst oder nicht, dir denkst, ich habe einen Hunger. Ja. Dass du dir das denkst, ist der Reizauslöser, das Gefühl. Aber jetzt gibt es um, weil wir ja vier Seiten haben. Du wirst jetzt feststellen, dass diese Reaktion nicht nur ein Reizauslöser ist, wir haben ja eine ganze Welt, sondern, Entschuldigung, nicht nur eine Reaktion ist, sondern auch ein Reizauslöser ist. Ja. Und zwar der Reizauslöser für den nächsten Gedanken, dass du sagst, ich muss mal Brot machen. Dieses, ich muss mal Brot machen, was jetzt eine Reaktion war auf den vorhergehenden Gedanken und vorhergehend, jetzt bist du schon in der Chronologie. Es ist ein Austausch. Da ist ein Gedanke und du reagierst, indem du einen neuen Gedanken denkst, der sich drüber liegt. Ja. Und dieser neue Gedanke, der jetzt eine Reaktion war, ist in dem Moment was, was du siehst, was wieder Reiz auslöst, wo du wieder einen neuen Gedanken drüber legst. Puff, 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 puff. So sieht es aus und das Ganze passiert mit Lichtgeschwindigkeit. Und die Unfreiheit ist erst einmal, dass du dieses Spiel ablaufen hast, dass du auf alles zwanghaft reagierst und alles zwanghaft einseitig interpretierst. Und deine Freiheit würde darin bestehen, dass du der wirst, der das einfach anschaut, ohne nicht mehr zu reagieren, sondern beobachtet, wie reagiert wird. Ja. Diese Freiheit hat aber nur Geist. Ja, genau. Diese Freiheit hat nur Geist. Was ist Geist? Nicht. Es gibt nur einen Geist. In einem Traum, ein einfacher Satz, in einem Traum gibt es nur einen allereinzigen Geist. Das ist der, der sich alles ausdenkt, der den Traum erlebt. Ob er sich jetzt zu einem Autor macht, indem er eine Geschichte schreibt, ich bleibe jetzt einmal gezielt bei dem Schriftsteller, bei dem Autor, der kann nur das schreiben, was ihm einfällt, da ist auch keine Freiheit. Ja. Es ist so unendlich töricht, hier immer wieder zu glauben, bin ich toll, bin ich genial. Dann mit GEMA-Gebühren, wenn ich es auch in deiner Welt, das sind alles viele im Führerscheinprüfungsbogen. Ja, ja.
Das ist doch, fällt dir doch ein. Es ist ein Geschenk. Ja. Wem hast du das geschenkt? Und dann sage ich dir für dir selber. Genau. Wieso ist jetzt der von dir ausgedachte, der hundertprozentig sicher von dir ausgedachte Udo Petscher in der Lage, dir das alles zu erzählen? Weil ich wenn es du mit das träumst. Und wenn du das nicht verstehst, bist du kein Geist. Ja, na. Ging ja mit Auf und Ab, und wenn man gerade jetzt sagt, immer mit dieser Enttäuschung, du wirst immer wieder enttäuscht, dass wir hatten jetzt erst, jetzt muss ich wieder raumzeitig immer das Gespräch, ich sag mal, mit wirklich, mit Funken, wie ich das nenne, die das Wesentliche wirklich verstanden haben, die alle mittlerweile akzeptieren, selbst in der eigenen Familie, du kannst nicht mehr kommunizieren. Ja. Es ist so ein Segen, in dieser unteren Ebene der Avandari, in dieser unteren Ebene der raumzeitig erlebten Welt, dieser erlebten Personifizierung ist ein absoluter Segen, wenn du mal diesen Punkt erreicht hast, dass du auf einen triffst, der dir geistig folgen kann, wo praktisch derselbe träumende Geist zwei Personen sich als zwei Personen gleichzeitig erkennt, dass das nur zwei Perspektiven sind. Das klingt jetzt schon wieder so kompliziert. Nein. Wie könnt ihr, was ich Briefe kriege? Das ist, und jetzt ist es ganz wichtig, wenn ich Briefe kriege, für mich ist da außen keiner. Genau. Ja. Es wird nur der getestet, der etwas erlebt. Mhm. Niemals irgendein Gedanke von dir. Genau. Ja. Das sind die einfachsten Sätze der Welt. Mhm. Und du wirst feststellen, es ist bei der Masse der Menschen, breit ist der Weg der Masse, und Menschen jetzt blau geschrieben, Medim, lass die Toten ihre Toten begraben. Du bist noch verwurzelt in dem Glauben, du könntest irgendeinen Gedanken von dir was erklären. Und Sätze, ich sage das so oft, Sätze für das Wort Gedanke jetzt einfach das Wort Mensch. Wir können auch das Wort Person setzen. Maske. Es ist jetzt egal, an wen du jetzt denkst, von deinen ganzen Bekannten, jetzt im Moment, das Einzige, was existiert, wahrscheinlich, was jetzt hundertprozentig für dich existiert, das sind die zwei Pixelmännchen, Helene und Udo, und der Körper, der du zu sein glaubst, der vom Computer sitzt. Mhm. Ist, wir können uns natürlich jetzt auch eine Situation ausdenken, dass jetzt zwei, drei Mann sich dieses Video anhören. Mhm. Dann sind halt zwei, drei Personen vor dem Computer, die du dir jetzt ausdenkst, wo du sagst, da bin ich einer davon. Mhm. Das ist Genauigkeit. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Aber wir bleiben mal, dass du jetzt personifiziert alleine vor deinem Computer sitzt oder das Smartphone in der Hand hast. Du merkst, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich rede aber von einer Situation und du bist jetzt wirklich der Einzige, der das erlebt. Ja. Und wenn du jetzt alleine bist, denkst du dir jetzt die Helene und den Udo aus und egal welchen Menschen du jetzt denkst, das ist ein Gedanke von dir. Mhm. Ja. Du an deinen Lebenspartner, an die eigenen Kinder, an die Eltern, egal an was, an die Freunde denkst, das sind jetzt hundertprozentig sicher nur Gedanken von dir. Ja. Und das, was hundertprozentig sicher ist, du wirst feststellen, du kannst es der Masse der Menschen dieser Gedanken nicht erklären. Jetzt immer diese vier Stufen der Vergessenheit erzählen, wenn die personifiziert in einer gewissen Entfernung als sinnlich wahrgenommene Information in die in Erscheinung treten. Ja. Es ist nicht möglich. Wir hatten jetzt das Thema mit der Ritter, weil ihr Sohn da war mit seinem Lebensgefährten. Der lebt in Paris als Designer. Und er sagt, sie lacht mittlerweile. Die Ritter sagt, die kann mittlerweile darüber lachen, weil sie das Prinzip verstanden hat. Diese Sinnlosigkeit, das ist zwar auf der unteren Ebene ihr Sohn, aber sie sagt, das kannst du total vergessen. Die einfachsten Sätze. Dann hatte ich ein Gespräch, jetzt bin ich natürlich, jetzt denke ich mir wieder Figuren aus. Ich kann sich ein Pixelmännchen oder Gedanken von dir was ausdenken, wenn du jetzt an den Udo denkst. Du musst bei dir ansetzen. Du musst dich vor alles stellen, was du dir ausdenkst. Ich sage, du bist der verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Mhm. Dann ist immer wieder, wenn du dann so die Briefe, die jetzt in mir auftauchen, ich sage jetzt ganz normal als Udo, wie weit ist dir das wirklich klar, dass ich immer wieder das auch so leicht Funken, die ihn ansetzen, mal Interesse zeigen für Holofilien. Mhm. Die glitschen immer wieder weg. Ich könnte, wir können jetzt Briefe machen, wo ich jetzt wieder gekriegt habe, hier von einem Freund von Güni. Mhm. Der war in Almena, das habe ich schon mal gesagt, dann ist er wieder weggefallen, dann ist er wieder nach 50, der war dann beim Sai Baba und in Indien und dann ist er wieder aufgetaucht und jetzt schreibt er mir einen 2 DIN A 4 Seiten Brief. Den können wir jetzt wieder durchlesen. Das ist ähnlich wie die Robert-Geschichte. Ja. Es ist einfach nur erbärmlich. Ich sage jetzt, wenn ich mir den ich mir ausdenke, wenn der ein Hauch von einem eigenen Geist, wenn der Geistesfunken da ist, hat der vor Holophilie nichts, aber absolut nichts verstanden, sonst würde er so einen Brief nicht schreiben. Ja.
Es geht schon immer wieder los. Wie oft soll ich noch sagen, dass der Gedanke Udo niemals was verstanden haben kann? Ein Udo oder irgendein Mensch, den du dir ausdenkst. Ob das ein Udo Petscher ist, ob das ein Trump ist, ob das eine Merkel ist, egal wen du dir ausdenkst. Er ist so, wie er von dir ausgedacht wird. Genau so ist es. Für dich. Ja. Diese Vielfalt. Schon die Frage, was richtig oder was verkehrt ist, nicht loslassen können von dieser raumzeitlichen Ebene, von diesem Denken, sich nicht loslösen können. Du hättest die Freiheit. Du hast jetzt nicht die Freiheit, deinen Traum abzustellen. Aber du hättest die Freiheit, dich so weit zu lösen, dass du dich zum Beobachter machst von einem von dir jetzt ausgedachteten träumenden Geist, den du ich nennst. Ja. Und ich habe immer wieder gesagt, dann ist es immer, dann bist du immer noch was Ausgedachtes. Und du hast schon einen Schritt, dass dir glaube, solange du glaubst, du bist ein Trockennasenaffe, hast du Angst vor der Zukunft, du hast Angst ums Überleben. Bei eigener Definition, weil ich werde ja in der Zukunft sterben, wo nie was passiert wird, denk wieder daran, du bist nicht einmal in der Lage, in 2 Stunden ein Glas Wasser zu trinken. Es geht nicht. Wenn du wirklich das verstanden hast, wenn du es trinkst, trinkst du es jetzt und du denkst dir jetzt, dass du das in der Zukunft machst. Das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Das ist halt das Problem, dass du dann sogar auf der materiellen Ebene das sinnlich wahrgenommen materialisieren kannst. Ich habe das lang und breit erklärt. Die Grundvoraussetzung ist dein Glaube, der verwirklicht ist der Glaube. Darum verwirklichen ja welche mit materialistischem Glauben ihre Vorstellungen von Mikrokosmos und Makrokosmos, aber nur auf Computerbildschirmen. Ja. Es ist mesotechnisch überhaupt nicht sehbar, das unvorstellbar Große und das Kleine. Es sind reine Vorstellungswelten, die sich nur noch ausdenken kann, die man so programmiert hat. Wenn ich jetzt über das Sternzeichen Orion zum Beispiel nehme, was ich erklärt habe mit dem Wedelgeuze. Der kleinste, dunkelste eigentlich im Orion, der Stern, das ist für dich, ist es das dann mal ein flaches Bild, selbst wenn du in den Himmel schaust. Und jetzt kriege ich dann erklärt, dass die Sterne ja unheimlich weit in der Tiefe, die es auf einer Verabredung sowieso nicht gibt. Und dass dieser kleine so wirklich riesig, riesig groß ist. Ich habe schon mal gesagt, wenn du dir jetzt mal ganz grob, wenn wir mal die Maße nochmal machen für den Wedelgeuze, dass wir hier definitiv uns vorstellen, der Wedelgeuze, sage ich jetzt mal, hätte ungefähr einen Durchmesser von 30 Zentimeter. Also als Scheibe betrachtet. Genau. Als Durchmesser. Ja. Dann hat unsere Sonne in diesem Maßstab, ist, wenn du mit dem Kugelschreiber in diesen Kreis einen Punkt reinmachst, das ist die Größe unserer Sonne. Und dann schaust du mal in Büchern wieder nach, wie groß oder wie klein die Erde im Vergleich zu unserer Sonne ist. Nichts. Durchmesser technisch, glaube ich, 100 Neuntel jetzt. Also 109 Erddurchmesser ungefähr, lege ich mich jetzt nicht auf ein paar hin oder her fest. 109 Erddurchmesser sind unsere Sonne und der Punkt, jetzt wenn ich mir das noch dreidimensional vorstelle, das sind solche Pünktchen, Kügelchen, gehen in eine 30 cm, in eine 30 cm Kugel rein. Und das ist, wenn ich hochschaue im Bedelgeuze, weil man, das ist ja so ein leicht verschobenes Ding, ist der links oben in der Ecke. Das ist ein ganz kleiner, dunkler Punkt, den du siehst. Und alles andere ist dein Wissen. Und dann erklären die das alles, haben das alles berechnet. Auch in der Quantenmechanik, wenn du dir jetzt Zahn ausdenkst, der Witz ist, wenn du glaubst, dass da außen ein Zahn mit einem Teilchenbeschleuniger gibt, kannst du denn mit ständigem Wechsel auf deine Verabredungen. Ja, ja. Was du glaubst, kannst du kannst jetzt auch ein Smartphone, das funktioniert, auf deine Verabredung holen, kannst es anfassen und es funktioniert. Was aber die Ursache ist, ist dein Glaube. Der Glaube verwirklicht das in deinem Traum als sinnlich wahrgenommene Wahrnehmung, also als sinnlich wahrgenommene Information. Aber wenn du das nicht weißt, existiert es in deiner Welt nicht. Es ist Wissen. Die Basis für das Erlebte ist Wissen. Es ist so simpel und einfach. Aber jetzt, wenn du das zu verstehen anfängst, macht dich das komplett alleine, weil das wird nur der Geist verstehen, der sich seine ganz persönliche Welt ausdenkt. Und darum sage ich immer wieder, du hast nur dann ein Problem, was vorgelegt ist, wenn du Geist bist. Ja. Die Gedanken, die in dir auftauchen, kriegen das gar nicht mit. Die werden so sein, wie du dir das denkst. Dann interpretierst du natürlich zum Beispiel auch Physiognomie. Ich sehe doch, dass du Schmerzen hast, das Beispiel. Schmerzen kann man nicht sehen. Die kann nur einer empfinden und fühlen, das ist der Geist, der sich das ausdenkt. Ob du das jetzt an dem von dir eigenen Körper, wo du sagst, das bin ich, erlebst, oder ob du
Empathie hast, Mitgefühl, das ist Blödsinn, ich habe es so oft erklärt, das heißt mein Leid, dann leidest du mit das mit, was als Ding an sich gar keinen Leid hat. Genau. Du wirst nicht auf die Idee kommen, mit den Zorn mitzuleiden, wenn du Zornschmerzen hast, weil du weißt, der hat ja nicht die Schmerzen, ich habe die Schmerzen. Ist aber ein geliebter Mensch da, den du dir ausdenkst, den du dir genauso ausdenkst wie deinen Zorn, dann leidest du plötzlich mit, der hat aber genauso wenig Schmerzen. Und du kannst jetzt in der Kommunikation, weil das Programme sind, wird sich immer nur dein Glaube verwirklichen. Genau. Und dann wirst du immer mehr merken, umso mehr du dieses einfache Prinzip begreifst, das übrigens auch nicht diskutierbar ist, wenn man nicht diskutieren will, hat er sowieso nicht verstanden. Ja. Darum sage ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir es mit einem reinen vergänglichen Gedanken zu tun. Das ist alles, was existiert. Was Existierendes ist vergänglich. Dem kannst du sowieso nichts erklären, schon gar nicht, was Ewigkeit ist oder was Geist ist. Oder du bist Geist in Form einer Personifizierung. Oder du triffst auf Geist in Form einer Personifizierung, die dann, wenn du das nicht akzeptieren willst, weil dein Programm so hartnäckig ist, hast du wirklich ein Riesenproblem. Das ist, was ich mit Ernst sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Die Ewigkeit ist das ewige Hier und Jetzt. Ja. All diese einseitigen, dieses Anstreben von einseitigen Zielen, was die Religion dir suggeriert, schon diese Spaltung zwischen den Guten und dem Bösen, den Satan, das habe ich so oft erklärt, der ist nichts Böses, der Scheidan, wenn man den Dämon, ich sage nochmal, der Dämon, da stecken die Damen schon in der Konsonantenradix mit drin, die logischen Denksysteme, wie ich das nenne, schlichtweg und einfach im Altgriechischen, wenn du das einmal in der Sprache wieder analysierst, in deinen Wörterbüchern, und du wirst feststellen, da taucht es auf, was ich dir sage, das ist fast einmal eine Schöpfermacht. Ein Dämon ist eine Schöpfermacht und genau genommen eine Schicksalsmacht, der das Schicksal bestimmt. Aber ist das nicht deine Logik? Sind das nicht die Damen in der Welt? Ja. Und der Scheidan, der Satan, der schreibt sich im Hebräisch-Arabischen ja mit Shin Tet, mit der neuen, logisch gespiegelte Existenz. Der Ani El Shaddai, ich bin Gott der Allmächtige, da steht Shad, das ist der Dämon. Ja. Ich bin mein eigener Dämon, ich bin der, der mein eigenes Schicksal bestimmt. Da muss man die Vordersprache wissen. Darum ist auch das Interessante mit dem Wort Brust. Beginnt übrigens schon wieder mit BR. Eine polare Berechnung, das Äußere. Übrigens auch die Reinheit, da soll immer wieder R in deinem Kopf ist eine Einheit. Genau. Oder Rai, der Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes, ist eine existierende H-Eid. Ja, genau. Buchstabieren. Jetzt müssen wir die Vordersprache wissen. Das hatte hier die Brust, das habe ich so oft erklärt, dass der Brustkorb, der männliche, das ist die männliche Hälfte, das ist das Gesichtsfeld. Jetzt könnte ich noch auf die Rippen eingehen, die Rippen, die Seiten, das baut jetzt auf 14 Grundrippen auf und so weiter und so fort. Dann gibt es noch falsche Rippen und bla bla bla. Aber was mir hier wichtig ist, ist, dass der Thorax, die Thorax, das ist die Reihe in einem Chat, Thorax. Die ganzen medizinischen Namen, alles mit Holofeeling, es ist ein Computerprogramm. Steckt der Bruder auch drin? Wahrlich, dieser Brustkorb, dasselbe Wort, ich mache jetzt nicht extra die Schrift wieder her, heißt auch im Geistessinn. In jedem Althebräisch oder Buch, das ist nicht irgendwie neu, ich sage jetzt alt, meine ich auch nicht in der Vergangenheit, sondern auf einer tieferen Ebene dieser Matrix, heißt im Geistessinn. Genau. Die 14 Grundrippen ist übrigens, 14 ist J. Ja. Es ist die intellektuelle Öffnung. Im Deutschen ist dieses J ist die Hand. Genau. Aber die Hand wiederum heißt die Quintessenz. AND fängt an, auf und ab zu schwingen. Und jetzt sitzen da zwei weibliche Brüste drauf. Das ist wie ein Joch. Ja. Das ist die erste Gedankenwelle, die du in dir siehst. Das ist die erste Grundwelle, die jetzt hier. Dieses Joch, die Brust, die weibliche, sind ja schar, die logische Öffnung. Mit einer Jom-Endung sind die zwei Brüste. Genau. Und so weiter und so weiter. Das ist, du kannst jetzt folgen. Eine Handvoll Leute können er folgen und die anderen sind zu bequem, das zu lernen. Die haben Wichtigeres zu tun. Aber da musst du dir keine Gedanken machen, weil das jetzt diese Menschen, die wir uns jetzt denken, die, wo wir uns jetzt denken, dass sie es verstanden haben und die, wo wir uns denken, dass sie es nicht verstanden haben, haben beide nichts verstanden, weil beide was Ausgedachtes sind. Genau.
Schau, wenn mir nämlich die vier Seiten, wenn ich genau war, wenn ich immer wieder sage, wir denken uns jetzt bewusst eine Ewigkeit aus, das, was immer ist, und wir denken uns das Vergängliche aus, die Welt der Gedanken werden. Das ist These und Antithese. Aber jetzt betone ich immer wieder, dass die ausgedachte Ewigkeit auch was Ausgedachtes ist. Ja, natürlich. Jetzt haben wir zwangsläufig eine wirkliche Ewigkeit und eine ausgedachte Ewigkeit. Und genauso haben wir eine ausgedachte ständige Veränderung, und dann muss auch diese Veränderung muss auch das Rote da sein, das Programm, das, was alles verändert, hat ja, wir brauchen ja vier Seiten. Ja, ja. Das ist dieses Programm, das ja nur auftaucht, wenn man das Programm denken. Ist ja immer da auf der Datei, das ist das rotgeschriebene Dasein. Das heißt, auch das Veränderliche ist immer. Die Bilder, die aufblitzen in dir, wenn du einen Film anschaust, entspringen aus einer Datei, die natürlich nur existiert, wenn du die denkst. Ja. Aber die ist dann da, wenn du sie nicht denkst. Auch die aufblitzenden Bilder sind immer da. Das heißt, das Vergängliche hat auch eine immer seiende Seite. Und dann haben wir die vier Seiten. Und dann wirst du feststellen, das kann man in die Quadranten einsetzen und so weiter und so fort. Das ist schon auch ein Akt des Intellekts. Aber nicht jetzt das erste Verstehen, was man selbst ist. Das betone ich. Das hängt von der Reifestufe ab. Und jetzt kommt die Freiheit, dass man sich viele Gedanken macht. Ich könnte jetzt wieder als Udo sagen, was meinst du, was ich in meinem Leben gelitten habe, wo ich bemüht war, Menschen was zu erklären, die ich mir ausdenke, obwohl das im Widerspruch steht zu dem, was ich erkläre, dass du an ausgedachten Menschen nichts erklären kannst. Es sind immer Selbstgespräche. Du erkennst irgendwann einmal, dass das alles Rollen sind, die du selber spielst. Ja. Und du kannst dir dann viele Rollen ersparen mit dieser Computermetapher, mit den KIs. Ich kann die auch durchschauen als Beobachter. Ich muss die nicht selber zuerst einmal in einer Blindheit durchleben. Ja, ja. Die sind jetzt im ersten Moment sehr verwandt. Aber es ist alles ganz anders. Genau. Es ist aber nur die Erkenntnis, fokussiere dich auf das, was du selbst bist. Du musst dich auf was fokussieren, in den Punkt reingehen, wo du unpersonifiziert wirst. Es ist ohne Maske. Die Maske filtert, die Maske projiziert und die filtert. Und dieses zwanghafte Interpretieren und Reagieren, das ist die Unfreiheit. Ja. Aber jetzt frage ich dich, wer hindert dich dran, nicht zu reagieren? Ich mache mal eine raumzeitliche Geschichte für dich. Vielleicht kannst du es mal ausprobieren. Du weißt, dass ich an meinem Telefon so gut wie überhaupt nicht mehr benutze. Meine Nummer hat fast keiner. Und die wenigen, die noch haben, die haben das noch vor ganz früher. Ich sage also, bis da war eigentlich die Einzige, die mich angerufen hat, war die Elge, weil die keinen Computer hatte. Jetzt hat sie zumindest ein Tablet, jetzt fängt sie auch an zu skypen. Ist jetzt eine raumzeitliche Geschichte. Und wie wir auf Weißenburg gezogen sind, habe ich ja von vornherein gesagt, das Telefon, das ist zwar am Anschluss vom ja mit dabei, wenn du das hast, aber ich benutze das nicht. Und wenn das geklingelt hat, es war immer irgendwie ein Werbeanruf. Martin hat einmal was vom Otto-Versand bestellt, da kommt der Otto, ruft an, ist ihre Frau da und so weiter und so fort. Und ich wollte dann gar nicht mehr hingehen. Weil ich sage, wenn es einmal in vier Wochen zweimal oder dreimal geklingelt hat, dann bin ich umsonst aufgestanden. Ja. Aber jetzt mache ich dich als normaler Mensch. Es ist permanent, was ich bei meiner Marion beobachte, wenn es einmal klingeln sollte, sie muss sofort hingehen, wer anruft. Das ist dieses Klingelingeling-Beispiel, wer ruft mich jetzt an? Das ist das zwanghafte Reagieren. Kann ich das nicht klingeln lassen und es geht mir am Arsch vorbei? Mir geht es vollkommen am Arsch vorbei. Das könnte ja wichtig sein. Jetzt geht es Interpretieren los. So, und jetzt probier einfach mal. Es gibt ja bloß hier und jetzt. Du willst dich verwandeln. Du hättest die Freiheit, einfach, wenn dein Telefon klingelt, nicht hinzugehen. Und dann schau mal, was in dir abgeht. Und das ist Unfreiheit. Das ist Zwang. Das ist alles Zwang. Ja. Du hättest prinzipiell die Freiheit, dass dir das am Arsch vorbeigeht. Genau. Das ist die Quelle von Leid. Dann koppelst du dich aber von der Welt in einem gewissen Maß vollkommen ab. Ja, aber dann bin ich ja allein. Es könnte ja wichtig sein, oder das will ich. All das ist Unfreiheit. Ja. Die ganzen Gedanken. Das ist ja jetzt das Thema gewesen, was ist Freiheit? Die wollen immer wissen, was Freiheit ist. Einfach das zu beobachten. Jetzt sage ich nicht einmal, es geht nicht einmal darum, dass du das nicht machst. Auf der unteren Ebene wirst du feststellen, das gelingt ja nicht. Du hast überhaupt keine Chance. Was dir deine Logik vorschreibt, was du willst, was du brauchst, was du nicht willst, wie du reagierst, schon wenn du was liest, wie einseitig du die Worte auslegst, das ist Unfreiheit.
Wenn du für dich selbst Gespräche hast, rede ich oft von meinen Tonis und von meinen Feelings. Ja. Dann sage ich immer wieder dazu, das sind jetzt Symbole. Diese Worte, die ich spreche, wenn du dir jetzt welche ausdenkst, Menschen ausdenkst, sind das Symbole. Diese Gedanken, diese Menschen, die du dir ausdenkst, haben genauso wenig verstanden wie ein Stein. Oder irgendein anderer Gedanke. Genau. Ein Gedanke wird es niemals verstehen, was ich erkläre. So ist es. Es versteht nur der, der jetzt sich den Udo ausdenkt und die Helene ausdenkt und sich selber ausdenkt und eigentlich alles ausdenkt, was er sich ausdenkt. Das nur er sieht, nur du siehst deine Informationen. Mhm. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Jetzt rede ich aber von dem roten Menschen, nicht von den Figuren, die in Erscheinung sind. Genau. Wobei ich jetzt gleich nochmal dazu sage, dass dein Menschen kann du sowieso nicht sehen. Mhm. Das sind so Sätze, wo jeder hochgebildete Mensch, wenn du denn das hinschmeißt, stürzt der schon ab, dass du merkst, was für Idioten das sind. Einfache Menschen, trocken auslaufen bei eigener Definition, weil sie geistlos nachplappern. Ja. Und dann nehme ich die ganzen Esoteriker und die Gurus nicht aus, weil so erzählt dir das keiner. Ja. So wie du dir das jetzt im Moment selbst erzählst, weil ich sage, wenn du den Udo sprechen hörst, hörst du dir selbst zu, dein höheres Ich. Ich bin du, ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgewacht bist. Und deine Aufgabe ist es nicht, irgendwelche Figuren in deinem Traum von irgendetwas überzeugen zu müssen. Da kann ich tausendmale immer wieder sagen, ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt. Ich bin eine vergängliche Figur in deinem Traum. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Traum, in deinem Geist. Jetzt. Mhm. Der Wegweiser Udo, die Figur Udo, ist sowas für unwichtig. Das Wichtige ist, wie ich dich mit JCH geschrieben, das bist du. Du bist das Wichtige, der, der einen Traum erlebt und nicht irgendeine Figur im Traum. Genau. Und all deine Fragen, all 99,9% deiner Fragen sind vom Tisch, wenn du dir das immer wieder bewusst machst. Genau das, was ich dir jetzt gesagt habe. Ja. Weil du willst schon wieder Kategorie 1 oder Kategorie 2 Antwort. Du erwartest förmlich immer wieder eine Kategorie 1 oder Kategorie 2 Antwort. Mhm. Und für die, die das immer noch nicht verstanden haben, Kategorie 1 Fragen beziehen sich auf Antworten, wo ich irgendwas Raumzeitliches wissen will. Mhm. Wann wurde der geboren? Wann hat der gelebt? Wie funktioniert das? Es bezieht sich Kategorie 1 immer auf einen winzigen Gedankenfragment. Ja. Das schon wieder verschwindet, wenn du nicht dran denkst. Kategorie 2 Fragen, das nenne ich immer, wenn du einseitige Antwort haben willst. Mhm, ja, das ist richtig oder verkehrt. Ist es gut oder ist es böse? Oder dann in einer höheren Komplex, wenn ich immer sage, ist jetzt eine Wohnung, ein Schlafzimmer, Küche, dass du hier aus einer Kollektion irgendwas intronisieren willst als richtiger wie was anderes. Ist jetzt der Henkel rechts richtig oder der Henkel links richtig? Und dann sage ich, das hängt davon ab, wenn die Tasse vor dir steht, ob du Rechts- oder Linkshänder bist. Mhm. Weil wenn du Rechtshänder bist und der Henkel ist links, musst du die Tasse umdrehen, weil sonst lustig hat, dich anzufassen. Mhm. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Ganz simple Beispiele. Ja. Und die Kategorie 3, das sind diese Fragen, die beantworten sich von selber. Hier und was ist es jetzt? Ein Gedanke von mir, eine Information, kann auch eine sinnlich wahrgenommene Information sein. Wo ist es? Hier. Hier, jetzt ist es hier. Und wann? Jetzt. Und warum ist es? Weil es in mir aufgetaucht ist, in meinem Traum. Und wo kommt es her? Aus mir. Das sind Kategorie 3 Fragen. Aber die musst du gar nicht mehr stellen, weil das sind, da mache ich jetzt 5, 6 verschiedene Antworten für alle Variationen und die beantworten sich von selbst. Sofort überprüfbar übrigens. Ja. So einfach ist es. Mhm. Das löst sich alles auf. Und dann kommt wieder so einfach, kann man es sich ja nicht machen. Es ist, wenn ich dir sage, ich habe mal so diesen krassen Satz, um das auszudrücken, in dieser derben Udo-Sprache, ich möchte dir den Gestank entgegenripsen, den ich meine Erfahrungen mit normalen Menschen nenne, aus sehr, sehr vielen Leben. Mhm. Die sind für mich nur mehr, das sind können ganz Liebe dabei sein, Liebenswerte dabei sein, aber jetzt sind wir schon wieder in dem Thema. Sobald Liebenswerte da sind, brauchen wir ein Gegenteil. Genau. Die Vollkommenheit, wenn du siehst, wenn du immer, dann siehst du das Wetter. Und dann ist klar, dass Sonnenschein, Regen, Schnee, Graubel, Wüstenhitze, arktische Kälte, egal was es ist, du siehst immer nur das Wetter. Das sind nur Facetten.
Genau. Du siehst jetzt etwas, was man eigentlich nicht sehen kann, weil du weißt, die Facette, die ich sehe, die ist eigentlich nur Facette aus einem Ordner. Das ist Chatdenken. Kannst du lesen und schreiben? Ja. Zumindest Deutsch. Dieses Ja, das ist da drin in dem Ja. Kann ich etwas sehen? Kann ich etwas wissen, obwohl ich nichts weiß in dem Moment, wo ich das denke? Und was denkst du, wenn ich dich frage, kannst du lesen und schreiben und du sagst ja? Chat. Kennst du Gmunden, sagst du ja. Oder denkst du an Kapit? Das ist Chatting. Aber das muss man sich erst freischalten. Das ist in diesen vielen kleinen Sachen, wird das freigeschalten. Genau. Und dann Geduld haben. Und diese Geduld, die fällt so unendlich leicht, wenn du weißt, dass du ewig bist. Holofeeling für Neugierige lesen, wo diese Stelle ist, das, was ich sage jetzt in einer Symbolik, dass in dem Moment, wo du jetzt als Trockennasenaffe in die Pubertät kommst, dieser Wechsel vom Kind zu Erwachsensein, dass du in der Pubertät bist, das ist das, was ich jetzt so die klassische Erleuchtungsphase ist. Wenn du dieses Wesentliche verstanden hast, hast du in dieser geistigen Entwicklung, in dieser Phase, hast du den Punkt der Pubertät erreicht. Das ist gerade der Übergang. Das sage ich, dann ist es nicht, dass man sich hinsetzt und umschreit und sich in die Stille meditieren will. Das ist, da heißt es dann, wenn das so wäre, dann würdest du dich ja zu Tode langweilen. Na, so ist. Man sich gar nicht diese Ruhe, wie unendlich, wie drücke ich jetzt das aus, wie wenig muss ein Mensch mit seiner Welt, die er sich selber ausdenkt, zufrieden sein, wenn sein einziges Bestreben ist, dass er weg sein will, dass er in der Stille sein will, dass er nichts werden will. Was er nicht werden kann, weil er es ja schon ist. Du kannst nicht was werden, was du bist, wenn ich weiß, was Geist ist. Wie interessant wird diese große Palette von Erlebnissen. Ich sage immer, meine Bibliothek mit der ganzen Belletristik, von Dramen über Komödien, über Horrorfilme, über geistreiche Geschichten, spirituelle Science-Fiction, Mittelaltergeschichten. Wie groß und interessant wird es, wenn ich das erleben darf, aber ich muss keine Angst haben, dass mir was passiert. Ich habe auch keine Angst, dass ich was verliere. Die Bibliothek verliert die Bücher nicht. Na. Auch wenn die meisten nicht da sind, wenn du eins liest, ist überhaupt keins da. Nicht einmal das, das du liest, siehst du. Denkst du an die DVD, an die Datei, wenn du einen Film anschaust? Du denkst dann nicht einmal an den Fernseher über weite Strecken. Ja, Und so dann ist. siehst du halt deine Figuren, die ja nur in deinem Kopf, es spitzt sich ja alles, was in einer gewissen Entfernung vor dir ist. Hier ist Schluss. Genau genommen ist es alles in den einen Punkt, aus dem alles entspringt. Immer in einer vollkommenen Symmetrie. Ja. Also mach dir jetzt erst einmal bewusst, was es heißt, ewig zu leben. Jetzt kommt die Schizophrenie wie mit dem Affen. Du bist ja bloß ein Affe. Und so ein wunderschönes, eins von Hunderten von tausenden wunderschönen, einfachen, kindgerechten Beispielen. Dass jemand was zu dir sagt und du bist massiv, dein Zwang, das ist die Unfreiheit, dieses Beleidigtsein. Du reagierst massiv mit einem Beleidigtsein. Und dir ist gar nicht klar, dass der bloß das sagt, was du glaubst. Ja. Das sind normale Menschen. Homo sapiens bei eigener Definition. Ich sage immer wieder, die maßloseste Selbstüberschätzung in Bezug auf deine zur Zeit ausgedachte Menschheit ist dieser Begriff Homo sapiens, der bezieht sich auf den roten Menschen, auf den Geist, auf den träumenden Geist, sehr wenig Körper, Ja. Denker und Ausgedachtes. Und nicht einmal auf den, weil der jetzt auch was ausgedacht ist, sondern auf den, der sich selber als Adam setzt. Ich sage immer wieder, setz dich als träumenden Geist, das ist ein Adam. Wenn du christlich geprägt bist, und ich sage jetzt immer auch, wenn du muslimisch geprägt bist. Wieso? Weil nämlich hier ganz klipp und klar im Koran am Anfang schon mal festgestellt wird, dass für jeden gläubigen Moslem zuerst einmal hier der dennoch die 10 Bücher, die 5 Bücher Moses, Entschuldigung, die 5 Bücher Mose geltendes Recht sind. Das steht vor allem ganz am Anfang im Koran. Das heißt, diese ganze Geschichte hier, auch mit den 10 Geboten, sind geltendes Recht. Und dann heißt es doch, dass dieser Adam in einen Demurder, in einen tiefen Schlaf fällt. Und dann wird aus ihm eine Seite heraus eine Ribbe, eine Seite, eine Zella. Ich habe das so oft erklärt. Das ist ein ZL, die Geburt von Licht in einem Augenblick. Das ist das ausgedachte Licht. Das ist der Schatten, der Schatten. Schattenaugenblick. Das ist das, was du dir vorstellst. Das wird aus ihm herausgenommen, vor ihm hingestellt.
und sagt er, das ist deine Java. Das ist das, was du ausdrückst, was du aussprichst. Das erlebst du, darum hast du es ein Erlebnis haben. Und das wird wieder zurückgeführt in den Adam. Das ist deine Traumwelt und dann wird ein Keil zwischen dem Beobachter und das, was beobachtet, geschrieben. Das bin ich und das ist das, was ich anschaue. Das ist jetzt nichts und das ist das, was auftaucht. Genau. Und er sagt, ihr seid eins. Er sagt, das Meer und seine Wellen, der Denk und das Ausgedachte ist eins. Egal an was du denkst, es ist, weil du es denkst und es ist hier und jetzt genauso, wie du es denkst. Und wenn du an was anderes denkst, taucht sich das aus. Das ist hundertprozentig sicher. Du hättest jetzt die Freiheit, das zu deinem neuen Wissen zu machen. Jetzt frag dich, warum du das nicht glauben willst. Weil der Zweite in dir, das Geschwätz, das Anerzogene, dein Programm viel mächtiger ist, wie das, was du überprüfen kannst. Und dann nämlich Physiker, die alles beweisen, die sitzen dann im Computer. Das ist ja normale Linsenteleskope, sage ich einmal hier, mit Glaslinsen, mit Lichtstrahlen. Da kann man sowieso fast nichts sehen. Selbst die größten, wo sie bauen, das sind ja nur noch elektromagnetische Wellen, die aufgenommen werden. Reine ausgedachte Sachen, selbst Licht ist Lichtstrahlen, Photonen oder Wellen sind was Ausgedachtes. Du weißt, das zeigt es mir. Es ist alles so trügerisch, auch mit den Schallwellen. Mit meinem Laserstrahl muss ich einen Rauch reinblasen. Genau. Dass ich ihn sehe, dann sehe ich aber nicht einen Laserstrahl, sondern einen Rauchpartikel, die halt irgendeine Farbe, die aufleuchten. Ja, weil das Licht ist ja anleuchtet. So, ich will das Licht sehen, nicht die. Das sind alles logische Konstrukte. Und jetzt sage ich immer wieder, du solltest wissen, wenn du jetzt einen Computer hast in deiner Welt, der kann doch nur auf dem Bildschirm das anzeigen, was das Programm und die Daten hergibt. Das heißt, die programmieren ihre riesengroßen Rechner, weil sie angeblich das Kleinste der Materie oder dem Makrokosmos, das ganz Große untersuchen mit ihren schwarzen Löchern und ihrer Negativmaterie und all das ganze Zeug und den Higgs-Teilchen. Es sind geistlose Schwätzer, die nachplappern und ich betone immer wieder, all diese Sachen, die hier auftauchen, haben einen ganz tiefen Sinn. Alles, was in den Schriften steht, hat einen Sinn. Aber wenn ich beim Adam an Neandertaler-Bärchen und das erste Menschenbärchen denke, dann habe ich das Wesentliche überhaupt nicht verstanden. Ich plapper irgendwas nach, was man mir erzählt hat. Oder ein Christus, der gekreuzigt wurde. Es sind Märchengeschichten. In Märchen sind die Metaphern wichtig. H2O. Die Gase, vollkommen unsichtbare, unvorstellbar klein, diese ganzen Worte. Und dann werden Vorstellungswelten aufgebaut, die überhaupt nicht existieren würden, wenn du dir das nicht ausdenkst und du könntest dir das nicht ausdenken, weil man es dir nicht erzählt hätte. Ja. Und da gibt es auch keinen, der das entdecken kann, das kann ich tausendmal sagen. Das Mendeleische Periodensystem kann man nicht entdecken. Die Wassermoleküle, die vor 200 Jahren schon genau beschrieben wurden. Das sind Märchengeschichten. Du hast das Wesentliche überhaupt nicht verstanden. Ja. Das ist ruhig gebetsmillenhaft. Nur für einen Allereinzigen, nämlich für dich. Für mich. Christ. Und dann sag ich, du bist ein Auserwählter. Ob dir das passt oder nicht. Wenn man demütiger Mensch ist, ich kann jetzt, das mache ich wieder raumzeitliche Geschichte, wie ich jetzt diese, jetzt muss ich, das ist eine Geschichte, es war in Wirklichkeit, war das in der Vergangenheit nicht und dann doch wieder und dann irgendwie ganz anders, weil mir 16 Perspektiven habe. Wie ich die Grundlage für Holofeeling geschrieben habe. Das war, wo ich gemerkt habe, dass die Physik nicht stimmt in meinem Laden. Und ein Prozess über mehrere Jahre, weil ich immer mehr der Physik vertraut habe, wie meinen Ohren. Du weißt, ich habe gesagt, ihr Boxen zusammenbaut und habe nur nach Gehör die Weiche so verändert, dass die Box, eine Box gleich war mit dem Instrument. Dass das wirklich mit der Brille ein Lautsprecher, wenn ich jetzt mal wegen der Gitarre zupfe und ich nehme die auf, und dann lasse ich das über einen Lautsprecher laufen, habe ich nur nach Gehör die Box abgestimmt, dass du mit verbundenen Augen nicht hören konntest, ist es jetzt nur Mono, nur die eine Grundschallwelle, dass es gleich klingt. Und dann bin ich in mein Labor gegangen und habe die Box gemessen und die war messtechnisch total kaputt. Und das ist ein Prozess, wo ich sage, dann kann es ja nicht richtig sein. Wie hartnäckig das drin ist. Dann habe ich die Box wieder messtechnisch perfekt gemacht und die hat halt wieder nach Lautsprecher gelungen. Das ist nicht, dass das Verzerrte, muss es vorstellen, ist wie eine Fotografie. Ja. Das soll ja auch, das ist ein echtes Bild, das ist ein Blödsinn, wenn ich genau hinschaue, ist es eben einfach eine Fotografie. Und genauso musst du dir vorstellen, du hörst halt einen Lautsprecher. Das ist zwar dieselbe Musik, wenn es läuft, so wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Fotografie von deinem Kopf in Originalgröße, DIN A3, wo dein Kopf drauf ist und ich halte das Bild neben deinen Kopf hin. Und die Farben und alles stimmen, aber es ist flach und es ist ein fetzen Papier. Ich sehe das Papier, obwohl das eine ganz kristallklare Fotografie ist. Es ist was anderes, es ist nicht echt.
Das ist ja der Trugschluss, wo man darauf eingeht. Ähnlich musst du das vorstellen beim Lautsprecher. Und es war wirklich, es war Anima da, es war echt. Und dann mache ich es wieder messtechnisch und habe ich bloß wieder die Fotografie, akustisch jetzt sehen. Und ich habe lange, lange Zeit gebraucht, das zu akzeptieren. Ich wollte es dann messtechnisch, sonst stimmt es ja nicht. Und dann bin ich neugierig geworden, was ist eigentlich jetzt die Ursache, dass das echt klingt und das Messtechnische nicht echt klingt. Das habe ich dann alles, es ist mir dann eingefallen, weil ich nach was gesucht habe, wo kein Mensch danach sucht, nach dem Fehler im eigenen Denken. Die Schwierigkeit ist, dass du an allen, alles kritisierst du. Und immer daran denken, Kritik heißt einfach, das da mal nur bewertest du, in richtig und verkehrt, das ist das Problem. Du hast immer ein einseitiges Resultat, wenn du dich mit was auseinandersetzt. Acht auf meine Worte. Du musst dich jetzt erst einmal selbst in dir auseinandersetzen durch die Visionen. Das absolute Eine muss geteilt werden, dass Unterschiede da sind, dass du überhaupt Informationen hast. Und dann hast du Einzelteile und die bewertest du. Darum sage ich, jede Kritik, die jetzt in deinem Traum eine Figur äußert, ein Programm, ein Mensch äußert, sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird. Es sagt alles aus über die Einseitigkeit seines Charakters, seines Abis, seines Wertesystems. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt zu dir sage, du hast noch nie eine Banane gegessen und ist das Sache, Banane schmeckt gut, heißt das noch lange nicht, dass dir die auch schmecken muss. Weil auch die Definition, auch meine Definition, dass die Banane gut schmeckt oder die Zwiebel oder was auch immer, Steak, Fleisch gut schmeckt, kann ein anderer nicht nachvollziehen, wenn er ein anderes Programm hat. Aber es geht eben einfach, wenn ich wertfrei bin, um verschiedene Perspektiven, verschiedene Auslegungen und Definitionen und Wertungen. Und das ist zwanghaft. Das ist die Unfreiheit. Und du hättest die Freiheit, das auch anders zu sehen. Wenn du wissen willst, was Freiheit ist. Die nutzt aber keiner, weil dann müsstest du nämlich unlogisch werden. Und das ist das Schlimmste. Und sage ich immer, solange du logisch bist, stehst du auf den Gleisen, es ist wie ein Gefängnis. Das Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Weil deine derzeitige Meinung ist eine andere Meinung. Es ist die Meinung deiner Lehrer und deiner Erzieher, wenn ich jetzt das raumzeitlich erkläre. Egal an was du denkst, selbst die Sprache, die du sprichst. Deine Vorstellung, wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist. Du wirst es natürlich dann auch auf deiner VR-Brille sinnlich wahrgenommen überprüfen können. Es ist trotzdem nur ein Programm. Und du musst es verstehen. Du bist übrigens der Einzige, der das verstehen kann. Es wird niemals eine Figur in deinem Traum verstehen können, auch wenn die den Eindruck machen. Jetzt kommt der große Zauber, wenn du der Erste bist. In deinem Traum wirst du feststellen, dass sich dein Wissen um dich herum rausspiegelt, weil du immer der Kernspiegel bist. So wie die Welt, die du zurzeit um dich herum hast, mit, ich sage jetzt mit Corona, mit CO2-Lüge, es ist nicht das Problem der Menschen, sondern es ist ein Spiegelbild deines Glaubens. Es ist ja dein Wissen, das du in dir nach außen denkst. Wäre das da außen, wenn du das nicht gehört hättest? Es ist, jetzt sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Reizauslöser, Reaktion. Reaktion wird zu einem Reizauslöser und dann schwingst du dich in eine Struktur, in eine Sackgasse rein. Das kann eine religiöse Sackgasse sein. Und dann, wenn dann bäumt sich dann die Angst auf, weil, wie gesagt, Holofeeling, nimm dir das zuerst einmal, dieses Haar, nimm dir alles weg. Aber ohne dir was wegzunehmen. Aber du wirst es nicht akzeptieren, wenn du nicht bereit bist, deinen jetzigen Glauben zu opfern. Ich habe angeblich vor 2000 Jahren einmal gesagt, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, dann kriegst du von mir ein neues. Und wenn du es behalten willst, wirst du das wirkliche Leben, das ewige Leben verlieren. Und jetzt setz dich einfach als ein Computer. Dein jetziges Leben bestimmt dein Programm und dein Betriebssystem, deine Daten. Wenn du mir das jetzt schenkst, wenn du bereit bist, das komplett platt zu machen, dann spiele ich dir ein komplexeres Programm auf und dann wirst du feststellen, dass ich dir deins gar nicht weggenommen habe, weil das nämlich auch kleine Puzzlestücke von dem größeren, von dem neuen Programm sind. Und es passiert, du als Brösel momentan in einer Personifizierung kannst nichts dazu tun. Weil dann bleibst du was Ausgedachtes. Wer zuerst einmal der, der du bist, der Geist, der dieses Leben zurzeit erlebt. Und dann musst du dich abkoppeln, dass ich immer wieder auch nochmal, um das zu sagen, die ganzen Filmchen, wo du hast hier, wenn dann die Seele sich löst vom Körper,
heute Morgen wieder, und dann habe ich mich liegen sehen auf dem Operationstisch oder all diese ganzen Darstellungen, dann hast du dich nicht gelöst. Du bist immer noch zwar schon der Beobachter von dir selber, aber du sagst immer noch, der auf dem Operationstisch bin ich, aber die Ärzte drumherum bin ich nicht. Dann hast du Holophilie nicht verstanden. Ich bin alles. Es sind Menschen, sind wie wilde Tiere, die die Hand beißen, die sie retten wollen. Was meinst du, was mich Menschen ins Gesicht, mir jetzt als Udo gesprochen, ins Gesicht spucken? Und da kann ich tausendmal sagen, der Udo ist doch überhaupt nicht wichtig. Du bist doch wichtig. Auch nicht der, der du zu sein glaubst. Ja. Bei Holophilien geht es um was ganz was anderes, Helene. Die heilige Helene. Das ist immer wieder, wo ich jetzt auch diese Figur Helene, die du dir ausdenkst, das ist jetzt auch, was hier passiert ist, dein Verhalten, ist Muster für dich. Diese Erkenntnis jetzt im Alter des Loslassens, wo du sagst, ich habe nicht einmal groß heulen können. Dann hättest du nichts verstanden von dem, was ich dir versucht habe, die letzten 25 Jahre zu erklären. Du kannst diesen Vorgang der Veränderung nicht aufhalten. Nein. Es erzeugt nicht das Auflösen eines Gedankens, erzeugt Leid, sondern der Glaube, der Bruch des zweiten Gebotes, dass das Zeug da außen ist, auch wenn du nicht dran denkst und dass du mit dem, was du dir jetzt ausdenkst, um dich herum nichts zu tun hast. Das Leid passiert, weil du dich entgeistigst, du entgöttlichst dich. Du magst dich zu einem Gedanken von dir selbst, zu einer vergänglichen Erscheinung, die du mit aller Gewalt am Leben halten willst. Das ist die Quelle von Leid. Genau. Und ich habe den Führerscheinprüfungsbogen mit Schulmedizin, mit Pharma. Es geht doch nur um Geld. Es sind Krankheitenerfinder. Es werden immer wieder neue Krankheiten erfunden. Ja. Selbst wenn dann dieses Aufhalten jetzt mit Viren, mit Corona, wo ich ließ vor 25, 30 Jahren, wenn ich die ersten Schriften, wo ich sage, das ist, du lernst das in Märchenbücher. Pasteur, der hat, dass ich sage, immer am Totenbett, das ist, hat er das komplett widerrufen. Er sagt, das ist falsch. Dann machen sie immer wieder die schönen Viren und das ist alles bewiesen. Bring mir irgendeine Seite und ich zeige dir 1000 Seiten, wo es Gegenteil oder was anderes behauptet wird. In was für einem Wahn lebst du, dass du meinst, dass das, was du glaubst, diese eine Perspektive, dieser eine Glaube richtig ist? Ob das jetzt eine naturwissenschaftliche Strömung ist, Wissenschaftler sind zerstritten, religiöse Menschen sind sowieso zerstritten, Christen sind zerstritten. Mein Lieblingswort mit Christen. Stell dich vor den Spiegel, wenn du sagst, ich bin ein Christ, und spuck dich an. Das, was du im Spiegel siehst. Weißt du wieso? Was verstehst du von Liebe deine Feinde nicht? Und dann beobachte dich einmal wirklich als Geist, wie viel Feindbilder du in dir trägst. Könnte ich jetzt die Ruth wieder sagen mit ihrer Sippschaft? Es sind natürlich nur Gedanken. Jetzt kommt das Schöne, was ich sage. Es sind für mich jetzt Beispiele, die ich durch Worte in dir auslöse. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass nichts und niemand, den ich mir ausdenke, dass ich den vorwerfe, dass er genauso ist, wie ich ihn mir ausdenke. Nicht einmal das Weltbild, auch nicht die Physik, die Physiker. Es sind einfach nur Protagonisten in einer Geschichte, die wie eine Traumwelt, wie ein Roman ist, aus dem ein Drehbuch geschrieben wird. Ein Drehbuch. Ein Volumen. Ja. Dann heißt Volumen auch das Buch, die Rolle, weil ursprünglich aufgespannte Berechnung, SBR ist die Sprache, ursprünglich. Ja, genau. Ist das Buch ja eine Rolle, darum heißt es Volumen. Ja. Aber Volumen ist doch schon wieder ein V-Bistabel des Licht. Das hier auch. Das Volumen ist halt immer ganz, ganz einfach, dieses Rollen, das Volfere oder das Volumen ist ja auch eine Rolle. Das sind nur immer Zusammensetzungen in der Sprache, das sind Strukturen eines Computerprogramms. Ja, ja. Ich könnte immer wieder sagen, wenn ich jetzt als Jakob Lorber reden würde, oder egal wie es ist, diese Schriften, wie präzise ich versuche das, und jetzt muss ich immer wieder in die Zeit zurückgehen. Welche Möglichkeiten ist jetzt in dieser Gesamtentwicklung, die er sich in dem Punkt befindet, in der Transversalen auf einer tiefen Ebene, wie ich das dort mit Gehirntrauben beschreibe? Was ich jetzt mit dem Computer viel einfacher habe. Es ist ein Entwicklungsprozess, der nie aufhört. Genau. Genau so ist es. Die Möglichkeiten der Zukunft steuerst du. Mit deinem Interesse, mit deinem Loslassen. Und du nützt deine Freiheit nicht, weil du logisch bleiben willst. Du kommst auch nicht raus mit Wollen oder mit Kaufmannsdenken, sondern mit Demut und Geschehen lassen. Genau. Auch dein Denken.
Ich sage immer wieder, ich habe nicht das Bedürfnis, in irgendeiner Form an deinem Haar, an deinem jetzigen Wissen was zu verändern. Ich erweitere das, aber du musst es zulassen. Und da du eben das nicht kannst, so wie ein Computer mit Basic-Betriebssystem, ist nicht in der Lage hier, mittlerweile kann man natürlich die Festplatte partizipieren und zwei Betriebssysteme bei modernen Computern gleichzeitig aufspielen. Die musst du aber dann am Anfang, wenn der Computer hochfährt, musst du dich entscheiden, mit welchem Betriebssystem, im BIOS ist das festgelegt, mit welchem Betriebssystem dann eigentlich der Computer startet. Aber im klassischen Sinn, bevor das also nicht möglich war, musstest du das Ding zuerst einmal platt machen, dass nur noch BIOS da ist, weil BIOS brauchst du, um dann eigentlich wieder ein Betriebssystem aufzuspielen. Aber das ist jetzt wieder Computertechnik. Aber Computer-Mech-Chef-Technik ist Denken, das ist der Rechnungsführer. Das Wort kommt im Alten Testament mehrere Male vor. Das ist der Rechnungsführer, Mech-Chef. Ich nenne das jetzt Mech-Chef, absichtlich, Juden sprechen das anders aus. Und mit einem He hinten, wenn dieser Rechnungsführer dann Wahrnehmungen erzeugt, das ist das hebräische Wort für Gedanke. Ja. Das ist dein Abi, das schöpferische Wissen deines Intellekts, dein Charakter. Charakter wiederum, Charakter ist das in dir eingeprägte. Das ist das erste Programm, das du kriegst. Das wird zum Maßstab für alles. Und du musst das verstehen. Es ist ja immer noch der Zwang zu missionieren in seinem Traum und der Brösel. Das alles steht in Ich bin du schon drin. Die anderen missionieren wollen, die müssen sich in ihren Glauben sehr, sehr schwach sein, weil genau genommen, wenn du jetzt wirklich dich beobachtest, wirst du feststellen, wenn du dich selber durchschaust, dass Leute, die andere von irgendwas von ihrem Glauben überzeugen wollen, dass die in ihrem Glauben noch relativ schwach sind, die wollen bloß eine Bestätigung für ihren Glauben. Die glauben, wenn alle das glauben, was wir glauben, dann wird die Welt besser. Jeder dieser Glauben ist voller Feindbilder, die eine Seite wegmachen wollen, die irgendwas vernichten wollen und meinen, in der Einseitigkeit wird die Welt besser. Jetzt sage ich wieder, wir nehmen nur dieses Kapitel Wetter. Wenn nur die Sonne scheint, ist die Welt gut. Ich sage, wenn du nicht viele Parameter mitveränderst, geht in kürzester Zeit kaputt. Alles. Wenn es keine Krankheiten mehr gibt, ist die Welt gut. Wenn ich jetzt Schnipp mache und ab morgen ist kein Mensch mehr krank in deiner Welt. Ihr könnt jetzt noch ans drauflegen, ihr habt ja Angst vorm Altwerden und vom Sterben und ab morgen wird keiner mehr eine Sekunde älter, wie er jetzt ist, körperlich. Und er ist nochmal krank. Es würde in kürzester Zeit, jetzt normal gedacht, das größte Chaos auslösen, wo je bei dir da war. Ja. Solange ihr nicht viele Systemparameter mit verändert. Ja. Es wird alles zusammenbrechen, was du Wirtschaft nennst. Die Krankenhäuser, die Apotheken werden leer sein, die Ärzte, die Arztpraxen, alles bricht zusammen. Die Zulieferindustrie, weil ihr glaubt, ihr lebt von Geld. Es wäre kein Segen für den Menschen. Es wäre Chaos für deine ausgedachte Welt. Das ist übrigens das Prinzip mit dem Galilei, mit der Erdkugel, wo ich sage, wo Galilei kommt und sagt, wenn wir immer in die Richtung laufen, kommen wir irgendwann von der anderen Seite her. Und einer, der nur massiv glaubt, der lebt auf einer Scheibe und die Gegenstände fallen von oben nach unten. Der sagt, das ist ja Blödsinn. Ja, ich sage, stellt euch das einfach mal vor, wenn man doch jetzt, wenn das eine riesengroße Kugel wäre. Beispiele aus Ich bin du ganz am Anfang. Und wir laufen, dann wird man doch von da wieder herkommen. Und das sind nicht so viel vorabgestimmte Urteile. Die sagen dann, da ja alles von oben nach unten fällt, ich beweise dir das, dann wenn wir runterlaufen, wird man in den Himmel reinfallen. Und das Wasser wird aus den Meeren rauslaufen, kann ja keine Kugel sein. Ich sage, du musst ein System wechseln in eine höhere Vorstellungswelt. Musst du viele Parameter drumherum mit verändern. Du musst dann zuerst einmal feststellen, dass alles am Boden zustrebt und nicht von oben nach unten fällt. Das ist übrigens der Punkt hier, wo ich immer wieder sage, was passiert jetzt, wenn ich einen Tischtennisball nehme? Der ist rund in der Mitte. Wenn ich den hochheb, fällt er nach unten bis zur Wasseroberfläche. Wenn ich ihn ins Wasser eintauche, fällt er nach oben bis zur Wasseroberfläche. Da ist eine Physik dahinter, die viel, viel wichtiger ist, wie das, was du zurzeit Physik nennst, was man dir in den Universitäten lehrt. Aber es ist dein Spiel, nur dein Spiel. Du musst nicht zu niemandem davon überzeugen, den du dir ausdenkst. Du musst den überzeugen, der sich momentan seine eigene Welt ausdenkt, die nur aus ständig wechselnden Bildern besteht. Und wem erkläre ich das jetzt? Mir selbst. Alles, das ganze Holo-Feeling ist vor jedem Selbstgespräch, ich erkläre es den, der sich jetzt eine eigene Welt ausdenkt, zwangsläufig sich auch jetzt den Udo ausdenkt. Keinen anderen. Die Menschen, die du dir ausdenkst, sind Figuren in deinem Traum, die gehen mir am Arsch vorbei.
Klingt jetzt wieder herzlos, sage ich dazu, aber genau diese vollkommene Apathie und Gleichgültigkeit gegenüber einem Kranken, das ist die Freiheit, die du hast. Was jetzt nicht heißt, dass du in deiner Rolle Menschlichkeit zeigst. Das, was du einem anderen tust, tust du dir selbst. Ja. Das ist schon wieder so ein Widerspruch, der widerspricht sich ja. Ich wäre jetzt auf der Stelle bereit, für dich, für den, der du zu sein glaubst, zu sterben. Wenn jetzt angenommen, du wärst zum Tode verurteilt, würde ich für dich mich hinrichten lassen. Ob du das glaubst oder nicht, spielt keine Rolle. Was jetzt so heroisch klingt, wenn du das weißt, was ich weiß, ist es lächerlich. Ich habe keine Angst davor. Ich kann nicht sterben, ich bin schon tot. Ich bin so viel, ich bin auch du. Das heißt, ich bin schon tot. Ich bin so viele, alle. Dann bist du ich, dann hast du mich verstanden. Und mit dem ich meine ich natürlich jetzt nicht den Gedanken. Na. Jetzt lassen wir es gut sein. Danke, danke, danke. Danke. Bis gleich. Bis gleich. Ich rufe gleich noch einmal kurz. Oh, na, tschüss. Papa hat mich.